Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Die Folge heute nenne ich Dark Side of the Spoon. Die dunkle Seite des Löffels. Die Sache ist so, von den meisten Drogen kann man tatsächlich auch eine Überdosis haben. Während das bei Cannabis recht harmlos verläuft, so eine Überdosis, wo man halt nur Angst hat, größtenteils, und dann vielleicht schlecht ist, aber meistens hat man echt panische Angst, verläuft es nicht tödlich. Dann gibt es aber ganz andere Drogen. LSD zum Beispiel, da bin ich mir nicht so sicher, ob die induzierten Psychosen, die da passieren bei manchen, wenn man landläufig sagt, man hängen bleiben, ob das daran liegt, dass derjenige zu viel hat und mit dem Turn nicht mehr auskommt, also nicht mehr klarkommt, oder ob das einfach einen anderen Grund hat. Die Stärke von so einem LSD-Trip sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen, wenn das zu heftig ist. Mein lieber Scholli, da hat man auch ganz schön Schiss. Ab da, glaube ich, wird es dann schon tödlich. Überdosis Speed, Überdosis Koks, Überdosis Heroin, Überdosis MDMA, Überdosis von den ganzen Tabletten da. Bei manchen ist es halt so, dass die Überdosierung schleichend geht. Ich habe schon erlebt beim Heroin, dass einer umgefallen ist oder eine, und mit nassen Waschlappen und Ohrfeigen und Anschreien und Schütteln wachgekriegt hat und dann aktiv ein- und ausatmet, um dann wieder klar zu kommen. Aber das ist halt schon sehr grenzwertig und es funktioniert auch nicht immer. Ich habe auch schon Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht, Krankenwagen angerufen. Da muss man halt dann sagen, ich habe hier einen Notfall, der Atemstillstand, keine Ahnung warum, bitte schicken Sie einen Krankenwagen. Und dann hin und dann Mund zu Mund beatmen, bis der Krankenwagen da ist. Die spritzen dann Naloxon, sobald sie da sind, kannst du das sagen, eine Überdosis Heroin oder Überdosis von was da immer. Bei den Opiaten gibt es Naloxon, vom Arzt gespritzt, und das holt einen sofort zurück, da ist man dann gleich wieder da. Ist mir auch schon mal passiert, aus seiner Gier heraus, ein paar Tage nach dem Entzug, wollte ich mal unbedingt was ballern, ja, und dann habe ich mal Tilidin-Tropfen aufgezogen und geballert, und das war ein Entzug von Gottes Gnaden, ich habe mal nicht getraut, das war echt brutal. Ja, aber ich war halt dumm damals, ich war jung, dumm, naiv und bin immer an die Grenzen gegangen. Ja. Ja, bei Kokain ist es so, wenn man da ein bisschen mehr als man eigentlich möchte, ballert zum Beispiel oder eine Crackpfeife erwischt, dann kriegt man da auch erstmal Angst. Und auf den Ohren hat man einen ganz komischen Hall. Es ist ganz seltsam. Falls ich irgendeinen Effekt finde bei meinem Schnittprogramm und ich den Ton so bearbeiten kann, dass ihr es so ungefähr hören könnt, was ich da gehört habe, dann habe ich es halt jetzt schon mal gemacht. Wenn nicht, geht es an der Stelle weiter. Bei Schlaftabletten ist es halt auch so ein Problem, da kann man auch bloß einen Krankenwagen holen, die dann den Magen auspumpen und viel trinken wahrscheinlich geben oder weiß ich nicht, Salzlösung spritzen, keine Ahnung, damit das verdünnt wird. Ist nicht damit zu spaßen. Also ich empfehle niemanden bei der Dosierung tatsächlich immer gleich an die Grenze zu gehen, sondern ganz langsam sich dort heranzutasten, wenn man es dann schon nimmt. Da muss man halt aufpassen, dass es nicht zu heftig wird. Ja. Tilidin zum Beispiel wirkt ähnlich wie Shore in einer geringeren Dosierung, aber nur beim ersten Mal. Alles weitere danach ist ein Hinterherlaufen von diesem ersten Kick und den kriegt man halt dann nicht mehr. Egal wie viel Tilidin das man sich einpfeift. Da müsste man wieder Pause machen, längere Zeit, wenn man das dann machen möchte. Aber ansonsten ist Tilidin für mich halt ein Medikament. Früher war halt die Sache ganz anders, gell? Da habe ich mal halt, gab es halt nur die Tabletten, kleine rote Dinger. Die hat man zerkaut, innen drin waren sie flüssig und da war es halt schon ein Knaller, wenn man es ab und zu mal bloß gemacht hat. Ich habe halt das Zeug auch verscheuert. Das
Ich dachte mal halt, wenn es es in der Apotheke gibt, dann wird es schon nicht so schlimm sein. Das war allerdings absoluter Irrglaube. Die Packungsbeilagen haben auch den Entzug überhaupt nicht wiedergegeben. Da steht nur Entzugserscheinung, aber was das beinhaltet bei Valium oder bei Rohypnol, das steht da gar nicht. Das sind halt dann epileptische Anfälle, Paranoia, Angst, Zustände. Da siehst du Sachen, die gar nicht da sind, du hörst Dinge, die nicht da sind. Das dauert auch ziemlich lang und die Krampfanfälle, die man da haben kann, das ist halt dann auch... Also ohne ärztliche Begleitung würde ich das nicht entziehen und auf gar keinen Fall einfach kalt. Ich habe es, glaube ich, schon einmal in irgendeiner von den Sendungen erzählt, ich weiß es nicht mehr genau. Falls nicht, wiederhole ich es schnell. Ich saß einmal im Seefeld-Techendorf an der S-Bahn und dachte, ich kann von einem Milligramm Diazepam war ich in dem Augenblick, also ich habe es runterdosiert von Clonidrazepam auf Diazepam, dort von 100 Milligramm runter auf 1 Milligramm und zeitlang habe ich dieses 1 Milligramm halt genommen und ich dachte, das kann ich dann einfach auch bleiben lassen. Kann ich nicht, ich sage es gleich wie es ist, ich habe es nicht gekonnt, ich habe totale krasse Angstzustände gehabt, ich dachte, da Atomkrieg bricht aus, also eine alte Frau, die wird mir jetzt gleich überfallen, weil die S-Bahn nicht gekommen ist, da haben jetzt bestimmt Horden von Polizisten drin, die mich gleich festnehmen. Da bin ich schnell in die Apotheke, weil ich halt noch ein Rezept hatte und hab's eingelöst, um diesen Zustand sofort wieder zu beenden. Das war halt eine Katastrophe. Ich habe das dann noch langsamer. Und am Ende habe ich mal 2 Milligramm Tabletten verschreiben lassen. Die habe ich geviertelt. Und das letzte Viertel davon, das habe ich ewig mit mir rumgetragen, immer wieder. Ich habe es halt immer wieder Angst gehabt, falls es auslöst, dass ich das dann da habe. Es war natürlich voll psychisch nur. Ich habe das dann zum Glück bleiben lassen können, habe das dann auch irgendwann einmal weggeworfen. Aber das hat meine Lehre, das war meine Lehre. Es ist schon nicht ohne, was man so einfach vom Arzt verschrieben gekriegt hat. Ja. Und die ganzen Codein-Sachen, die ich mir halt da mal eingepfiffen habe, da habe ich halt dann auch später gewusst, warum ich zum Arzt gehe und was ich vom Arzt will. Weil da habe ich mir halt das dann auch verschreiben lassen. Da gab es halt dann Codeinsaft. Ich glaube, in München hatte der 2,5% und in Berlin, soweit ich weiß, 6,5 oder noch mehr. Ich weiß nicht genau, aber wir hatten den 2,5er. Und am Hauptbahnhof in der Interapotheke, da, also internationale Apotheke, da hatten die den immer vorrätig. In großer Menge, außer einer Menge. Egal wo man hinkommen ist, immer hat man da so ein Liter holen können. Ich habe es manchmal in Gilchen geholt und der Sack hat es mir halt portioniert. Wenn ich da mit einem Liter ankommen bin, dann sagt man, 250 Milliliter mehr kriegst du nicht. Kannst dann wieder kommen, wenn es leer ist und so und dann langsam dieses Rezept abentwerten. Manchmal ging es nicht anders, weil wenn ich vom Arzt rausgekommen bin, dann war es halt schon so ganz kurz vor knapp, bis die Apotheken zugemacht haben. Dann bin ich halt nochmal schnell rein und habe das halt eingelöst. Und dann habe ich mir aber meistens dann schon 2 Rezepte geholt, 2 Liter. Dann habe ich mir einmal bei dem so 250 geholt und am nächsten Tag bin ich zur Inter, 1 Liter und dann den Rest bei dem abgeholt, so häppchenweise. Und den Liter von der Inter, den habe ich verkauft. An der Giselastraße oder am Ostbahnhof, München Ostbahnhof eine Zeit lang, da war ich nicht lang, da ist mir die Überwachung zu krass gewesen, überall Kameras und so, Polizei hat es auch nicht schwer gehabt, die sind halt von alle Seiten gekommen, wenn irgendwas war, deswegen war für mich dann wieder Giselastraße in Englischer Garten angesagt und da habe ich dann verkauft. Also wenn ich mal Zeug verkauft habe, dann bin ich erstmal zur Uni, habe mir da ein Stück Hasch geholt, dann bin ich zum Hauptbahnhof, habe mir Schore geholt und dann bin ich rausgefahren nach Seefeld-Techendorf, wo ich gewohnt habe und habe mir halt dreckig besorgt, solange mein Zeug gereicht hat. Ja. Tja, bis dahin, peace out.